So, in diesem Video möchte ich nochmal ein Beispiel für das Wurzelkriterium rechnen. Diesmal soll es eine Reihe sein, wo die Koeffizienten tatsächlich aus der komplexen Zahlen sind. Ja, und wir wollen mal gucken, was wir da dann ausrechnen können. Also das Beispiel, was ich da haben möchte, ist dieses hier. Das ist die folgende Reihe. Ja, sei also z irgendeine Zahl aus C, eine konstante Zahl aus C, dann betrachten wir folgende Reihe. Die Reihe Summe läuft von k gleich 1 bis unendlich. Und dann ist das z hoch k geteilt durch k. Ja, und jetzt fragen wir uns, was ist da mit der Konvergenz? Und wann ist diese Reihe konvergent? Wann ist sie divergent? Und wir fragen uns, ob das Wurzelkriterium uns helfen kann. Und natürlich sind wir da guter Dinge. Warum? Weil wir dieses hoch k dort finden. Ne? Wenn wir dieses hoch k dort finden in diesem Ausdruck, dann ist das immer ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass das Wurzelkriterium da echt hilfreich sein könnte. Ja, wir wenden das Wurzelkriterium an. Ja, und wenn man das will, dann muss man ja diesen Ausdruck betrachten. Betrachte Karte Wurzel der Beträge der AK. Ja, und ja, es sind ja komplexe Zahlen, deswegen haben wir hier die Beträge. Dann praktischerweise, wir reden also nur über die Beträge dieser komplexen Zahlen. Okay. Macht ja erstmal nichts. Ne? Was ich jetzt mir also eben halt angucken muss, ist, okay, ich stecke jetzt mal also dieses AK da rein und gucke mal, was passiert. Das heißt, es ist die Karte Wurzel der Beträge, wovon? Von z hoch k durch k. Ja, und das habe ich ja schon in einem anderen Video gesagt, das muss man immer, also gern genommen ist der Fehler, an dieser Stelle zu sagen, ach, ich lasse den Betragsstrich einfach weg. Das darf man nicht so einfach, ja, sondern man muss sich überlegen, was ist hier los? Also der Zähler ist einfach k, das heißt, der ist echt größer 0, der ist gar kein Problem. Aber das z hoch k ist eine komplexe Zahl, das heißt, ich kann dann die Betragsstriche nicht einfach so weglassen, sondern ich muss mir da Gedanken machen. Aber die Gedanken, die ich mir machen kann, ist, dass ich natürlich den Betrag aufteilen kann und reinziehen kann in den Bruch. Dann habe ich hier also Betrag von k und hier habe ich tatsächlich z Betrag hoch k. Da habe ich gleich zwei Schritte auf einmal gemacht. Also ich habe erstmal den Betrag in den Bruch reingezogen. Das heißt, ich habe den Betrag vom Zähler geteilt durch den Betrag vom Nenner. Ja, der Betrag von Nenner ist halt Betrag von k. Da kann ich die Betragsstriche gleich weglassen. Aber hier im Zähler habe ich dann die Betragsstriche von z hoch k. Nach den Rechenregeln kann ich das hoch k auch gleich wieder rausziehen. So, und dann wird dieser Term Gott sei Dank auch ein bisschen schöner, ja, weil er jetzt plötzlich nur noch steht, einfach im Nenner steht k, weil ich die Betragsstriche sofort weglassen kann. K ist ja größer gleich 1. Und habe davon bitteschön die Karte Wurzel. Und im Zähler steht Z-Betrag hoch k, bitteschön davon die Karte Wurzel, das ist dann nur noch Z-Betrag. So, das heißt, dieser Term ist jetzt viel, 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 viel leichter geworden und schön einfacher geworden und ich kann ihn auch besser verstehen. So, das Z ist eine konstante Zahl aus der komplexen Ebene. Schön. Ja, aber was ich weiß, ist, dass dieser Karte Wurzel von k, dieser Ausdruck, ja, über den weiß ich was. Ne? Ich weiß nämlich aus anderen Videos, dass wenn k gegen unendlich geht, dann ist die Karte Wurzel von k, dieser Grenzwert, der ist tatsächlich 1. Das ist eine Information, die ich ja schon habe. Und das hilft mir. Also, wieso hilft mir das? Ja, dann es hilft nämlich, weil ich jetzt folgende Schlussfolgerung machen kann. Wenn der Betrag von z echt kleiner 1 ist, dann gilt, dass der Limes k gegen unendlich die Karte Wurzel der Beträge der AK dasselbe ist wie der Betrag von z durch 1, ja, weil der Grenzwert von diesem Nenner hier
Der ist ja 1. Ja? Das heißt, das ist einfach mit einem, das ist einfach der Betrag von z und das ist ja kleiner 1. Ja, wenn dieser Grenzwert erst er existiert und er ist f kleiner 1. Und dann hatten wir die Bemerkung, dass wenn wir das wissen, dass dieser Grenzwert existiert und dass der f kleiner 1 ist, dann braucht man dieses Q nicht. Dann weiß man sofort, juhu, wir haben die absolute Konvergenz. Dann folgt die Reihe. K gleich 1 bis unendlich, z hoch k durch k ist absolut konvergent. Schön. Und ich weiß noch was, wenn der Betrag von z größer 1 ist. Ja, was ist dann denn los? Ja, wenn er echt größer 1 ist, ja, dann weiß ich, dass dieser Ausdruck. Ja, weil der Nenner ja gegen 1 geht, ja, irgendwann mal auch auf jeden Fall Größe 1 ist, ja, dann ist dieser Ausdruck, Karte Wurzel Beträge der AK, größer gleich, oder nicht genau, ich kann ja hinschreiben, dass es genau Betrag von z durch Karte Wurzel von k ist. Ja, und das ist irgendwann mal echt größer oder größer gleich 1 reicht ja schon für unendlich viele. K aus den natürlichen Zahlen gilt. Ja, ich brauche das nicht genau anzugeben, aber das reicht ja, dass ich weiß, dass man das sieht, wenn dieser Betrag größer 1 ist, dass es unendlich viele K aus den natürlichen Zahlen geben muss, die größer gleich, sodass dieser Ausdruck größer gleich 1 ist. Da führt kein Weg an vorbei, ja? Weil der Nenner halt gegen 1 geht. So, schick. Dann folgt ja daraus die Reihe, divergiert. So, das heißt, wenn der Betrag von z echt größer 1 ist, sagt das Wurzelgetürm, alles klar, wir haben Divergenz. Wenn der Betrag von z echt kleiner 1 ist, sagt das Wurzelgetürm, alles klar, wir haben absolute Konvergenz. Und was ist, wenn der Betrag von z genau 1 ist? Dann sagt das Wurzelgetürm nämlich genau gar nichts. Ja, und hebt die Arme und sagt, ich bin raus aus der Nummer, du musst dir das selber überlegen. Ja, das ist genau so ein Fall, wo das Wurzelgetürm dann einfach sagt, ja. Kann sein, dass es konvergiert, kann sein, dass es nicht konvergiert. Das hängt dann tatsächlich vermutlich vom konkreten Wert von z ab, der auf diesem Einheitskreis liegt. Also das heißt, wenn ich hier so ein Bild male, von der komplexen Ebene, weiß ich jetzt sofort hier innerhalb des Einheitskreises, dort herrscht absolute Konvergenz. Das weiß ich. Außerhalb des Einheitskreises. Weiß ich, Divergenz, na, wenn man so ein Z außerhalb des Einheitskreises wählt, das weiß ich, okay, das ist Divergenz. Und genau auf dem Einheitskreis, da herrscht große Unwissenheit. Ja, jedenfalls vom Wurzelkriterium. Ja, und dann könnte man sich noch genauer überlegen, was da eigentlich los ist, aber das lassen wir jetzt mal hier an dieser Stelle sein. Wir wissen eben halt, wir sehen eben halt, wie schön das Wurzelkriterium die Sachen durchaus abgrenzt. Ja, aber auch irgendwann mal sagt, okay, da bin ich raus, da musst du selber nochmal neue Gedanken machen. Frag andere. Ja, und damit soll das Beispiel hier auch zu Ende sein, dass wir auch mal sehen, okay, wir haben auch mal Werte, wo das Wurzelgetürm sagt, jo, das ist eine divergente Reihe. Gut, ich hoffe, das war hilfreich.